Aber wissen Sie, ich habe noch ein anderes Hobby. Briefmarken sammeln. Und das ist eine ganz schöne Sache. Man klebt direkt an den Marken. Und ich habe da die Mauritius besonders ins Auge gefasst. Das ist diese berühmte Marke, die es überhaupt gar nicht mehr gibt. Und, oder ganz wenig. Und die habe ich besungen in folgendem Machwerk. Es geht so. Herr Heinrich Franz von Ohnegleichen, der sammelte gern Postwehrzeichen mit Zähnen und mit glatten Rändern aus Übersee und anderen Ländern und klebte sie alle vereinigt, jedoch geordnet und gereinigt, ins Album, wie man das so muss. Nur fehlte die Mauritius. Was hatte er nicht unternommen, um diese Marke zu bekommen? Ja, selbst als er der Minne frönte mit Minna, die ihn arg verwöhnte, fragte er bei jedem Kuss, hast du nicht die Mauritius? Bald brachte beiden Adebar ein Kind, das zwar ein Mädchen war, doch Heinrich fasste den Entschluss. Die nennen wir Mauritius, gewiss. Der Name passt nicht recht für ein Kind von weiblichem Geschlecht, doch sei's. Zur Endzahl der Verdruss, ich hab eine Mauritius. Sehr früh schon ging das Mädchen gern in Bars, damit es tanzen lernen und dadurch körperlich erstarke. Na, sie wurde vielleicht eine Marke.